Hallo Leute, ich begrüße euch da draußen alle im All. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen der Folgen dieser Serie. Und ja, eine kurze Info dafür zu euch. Ich habe vor, eine Serie zu machen über Bounty Hunting, wie man so davon leben kann, wie viel Spaß es macht und wie man diese ganze Karriere startet. Dafür habe ich meinen Charakter resettet, dass ich so ziemlich am Anfang mit allen bin, außer natürlich, dass ich diese Sachen, die ich erspielt habe, wie Schiffe und so, die sind geblieben, aber eben die ganze Reputation ist, was das angeht, wieder auf Anfang gesetzt und darum wird es losgehen bei der Bounty Hunter Karriere mit den wirklich einfachen Missionen. Es sind Missionen von dem Bounty, also von der Bounty Hunter Gilde, die am Anfang eine Bezeichnung haben, Very Low Risk Target, also sehr niedriges Risikoziel. Aber auch die müssen erstmal freigespielt werden. Und das mache ich mit der Aurora am Anfang. Wechsel dann später auf ein anderes Schiff. Ja, und wie ihr sehen könnt, im Hintergrund ist also Lorville zu sehen, wie hier so gerade die Sonne untergeht. Und wir werden uns dann gleich mal den ersten Auftrag schnappen. Und dann mit der Geschichte loslegen. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Und viel Freude beim Schauen. So, dann gehen wir erstmal Richtung Terminal. Na, ohne über die Taschen hier zu stolpern. Schau mal bei den Schiffen, da ist natürlich schon ein bisschen mehr. So, die Aurora LN. Die Aurora ist komplett Originalausstattung. Und sie ist vollkommen ausreichend als Starterschiff für die ersten Aufträge der Bounty Hunter. Ich bewege mich da also erstmal zu den Hangars hin, steige in die Aurora ein und fliege hoch ins All und werde dort dann im All, nachdem ich mich bei der Raumstation kurz verortet habe, dann den ersten Auftrag annehmen. So, Hangar 9 wird das, glaube ich. Schauen wir mal. Hangar 6. Verdammt. Na, vielleicht endet er ja noch was. Mal schauen, wo wir zuerst landen. Nee. Doch, die 6. Ja, da ist jetzt die Frage. Ist das meine oder nicht? Nö. Probieren wir es einfach nochmal mit dem nächsten Fahrstuhl. Fängt ja gut an. Naja, verdrücken geht einfach. Steht doch auch 9. Auch noch mit Blindheit geschlagen. So, jetzt auf zur 6. Aber warum steht dann in der 9 auch eine Aurora? Welch ein Zufall. Nun aber. So. Einmal die Tür auf, rein ins Schiff. So.
Also rauf auf den Pilotensitz. Einmal Karre anschmeißen, bitte. Na? So, da ist sie. Na, schauen wir doch mal, ob das funktioniert, wenn wir das hier machen. Oh, ja. So, dieser Spaceport bei Nacht ist ja immer ein schöner Anblick. So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen auf Höhe und dann springen wir mal zur Raumstation. So, die Bounty Hunter. Tracker Training Permit. Certification. Ja, wie gesagt, very low risk target sollen wir hier jagen, um damit zu beweisen, dass wir quasi würdig sind, der Bounty Hunter Gilde anzugehören. Und das Tollste ist, für diese erste Mission müssen wir dann auch noch 500 IUC bezahlen, damit wir sie überhaupt machen dürfen. Ja, dann bestätige ich hier doch mal, dass ich das machen möchte. Ja. Nochmal. Track. So. So, schauen wir mal hier hinten ins Journal rein. Es ist noch recht kurz. Quasi so die Grundsachen, die man mal so gemacht hat, die sind erhalten geblieben. Und jetzt geht es wirklich also mit dem Bounty Hunting, mit dem ersten Zertifikat los. So, und och, ja. So, da würde es dann uns direkt nach Areal bringen. Aber ich sagte ja noch, wir wollen vorher noch mal eben gucken. Da. Einmal bei Everest Harbor verorten. Damit, falls wir dann doch bei einer der ersten Missionen hops gehen sollten, nicht unbedingt wieder vom Planeten aus starten müssen, weil das ist ja doch ein bisschen weiter Flug, bis man dann wieder hoch ist. Das ist dann schon einfacher, wenn man einfach sagt, hier komm, einmal kurz hier Docking-Erlaubnis holen in einem Überflug und das war's dann auch schon. Und dann geht es gleich weiter mit der Mission. Wir wollen das Ganze ja nicht zu lange machen. Und die Folgen hier sollen alle in einem relativ erträglichen Maß bleiben, was das angeht. So, scrollen wir mal nach unten. Na komm. So. Da hat er da uns quasi eine Landebahn zugewiesen oder ein Landing Pad. Aber das wollen wir ja gar nicht, sondern stattdessen die Karte auf zum Ziel.
So, gucken wir nochmal in die Aufgabe rein. Wie unser Ziel direkt heißt, hat es einen Namen? Brandon Dubinsky. Das ist unser Ziel und nur den knallen wir über den Haufen. Der Rest, ja, sage ich einfach mal, der interessiert uns nicht wirklich. Call to Arms machen wir vorsichtshalber an, falls wir doch noch was anderes abschießen, um noch ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen. So. So, hier die Waffen. Na komm. 1-1. So. Das waren ja sowieso alles gegimbelte Waffen, die man da original dran hat an dem Vogel. Und wenn man sie schon dran hat, dann sollte man sie auch nutzen. So. Na, das schauen wir doch mal, wo dieser Typi bleibt. Es kann immer ein bisschen dauern, bis sie aufpoppen. Das Radar mal ein bisschen runterschieben, so. Ein bisschen Tempo raus. So, dann schauen wir doch mal. Da ist unser Gegner. Schön markiert. Ohne Freund. Also er hat keine Kumpels dabei. Dann fliegen wir noch mal drauf zu und versuchen ihn mal zu killen. Er fliegt auch eine Aurora LN. So, müssen wir ihn einfach nur ein bisschen. Im Ziel halten. Gucken, dass er uns nicht zu doll trifft. So, und da wäre diese Mission schon erfüllt. So. Er hat einen Kumpel mitgebracht. Was ist er denn für einer? Eine M50. Ja, die knacken wir einfach nochmal mit weg. So als kleinen Bonus. Das gab dann nochmal 500 extra. So. Damit haben wir dann schon, was das angeht, die erste Mission geschafft. Ich fliege den Vogel mal kurz Richtung Everest Harbor, wenn man mich mal lässt. Klick, klick, klick. Ja. So. Zack. Das war also schon mal für den Anfang nicht schlecht. Hat nicht allzu lange gedauert. Und es war erfolgreich. Wir schauen mal eben hier ins Journal hinein. So, dort haben wir jetzt hier das Tracker-Training drinstehen. Wir sind jetzt qualifiziert, um Aufträge von den Bounty Hunter Gilde anzunehmen, die dem Very Low Risk Target entsprechen,
So, und diese Aufgaben, ups, dahin. Na komm. So. Ja, da ist es jetzt gerade leider keine Aufgabe für verfügbar. Sondern hier ist dann schon wieder gleich der nächste. Und zwar die Aufgabe für Low-Risk-Targets. Die mache ich mal gleich mit. Weil das bisschen Zeit, das haben wir noch. Weil bis jetzt haben wir gerade mal 16 Minuten. So. Warum ein zweites Mal klicken? So. Bertino Fensler. So, müssen wir mal gucken, wo ist er? Oh. Kurs festgelegt. Maschine an. Großen Schaden haben wir nicht genommen. Kurs ist festgelegt. Läuft alles. Ich denke mal, der dürfte auch nicht so schwierig sein, weil schwierig sind die wirklich alle nicht. Und die Aurora ist selbst in der Grundausstattung, wie ich sie jetzt habe, ohne dass sie auch nur irgendwo ein bisschen gepimpt wäre, schon ein recht starkes Anfängerschiff. Zumindest für diese Aufgaben. Da kann man wirklich also schon gut was mit reißen. Darum werde ich sie auch eine ganze Zeit lang am Anfang benutzen, bevor ich dann auf ein anderes Schiffchen umsteige. Ich denke mal, das nächste Schiff, was ich dann mal ausprobieren werde, beziehungsweise euch im Kampf zeigen werde, das wird dann die Anvil Hawk sein, weil das ein kleiner Fighter ist mit der Sonderfunktion einer Gefängniszelle hinten drin. Und das ist ja etwas, was man als Bounty Hunter gebrauchen kann. Besonders wenn wir dann bedenken, dass in der kommenden Patch-Version 3.13 die Möglichkeit mit besteht, dass ein Gegner aufgibt. Das heißt, dass da dann so langsam das Gefangenen-Gameplay wohl mit ins Spiel kommen wird. So, jetzt heißt es wieder nicht so doll treffen lassen. Hoppala. Zack. Ja, da haben wir es. Der ist ein bisschen agiler als wir selbst, aber trotzdem kein Hindernis, aber der hat schon seinen Kumpel hier in der Nähe, der schon auf uns am Schießen ist mit seiner M50. Und dann nehmen wir ihn gleich vor. Schauen mal, was kommt da hinten. So. Eine Mustang Delta, die können wir auch schaffen mit unserem Vögelchen hier. Und er schießt auch schon gleich aus der Entfernung. Es sind einfach hübsche Explosionen. Und wie ihr oben sehen könnt, für die Delta, da gab es ja nochmal locker einen Tausender extra. Das heißt also, es ist relativ schnell verdientes Geld am Anfang. So, schauen wir nochmal auf die Missionen. So, hier gibt es die nächste Tracker-Lizenz für MRT, also mittlere Targets. Machen wir die gleich auch. Zack. Wenn wir schon so dabei sind. Schauen wir doch mal, wie lange das gut geht. Vielleicht sollte ich auch mal einen Raumanzug anziehen.
Und Armor, den Helm. Wo haben wir ihn denn? Aber den leichten Helm dazu. Zack. So. Einmal den globalen Chat ausstellen. Der stört wieder wie immer. Das wollen wir ja nicht. So, nochmal in die Karte versuchen. Ah ja. Die Karte, das ist ja so ein Problem für sich. Sie funktioniert oft, aber auch nicht immer. Dann dreht man und schraubt und macht und tut und versucht und versucht. Da fragt man sich dann, in welche Richtung soll man jetzt noch drehen? So, jetzt haben wir da auch einen Kurs für. Und dann haben wir in der ersten Folge, wenn es gut läuft, schon bis zu den mittleren Targets hier alle erledigt für die Bounty Hunter. Zertifikationen. Das sieht doch schön hier aus. Was ich nicht so mag, ist die Sonne beim Kämpfen. Das Blenden, das sieht man dann immer. Die Instrumente so. Was macht sie dann so schwammig irgendwie? Ein bisschen ungenau zu sehen. So. Schauen, was wir jetzt für einen Gegner kriegen. Da kann ich dann auch mal hier einmal umstellen, Waffen und da den. Ja. So, da ist unser Ziel. Unser Feind ist eine Freelancer. Das ist dann schon etwas, wo man dann auch mal durchaus seine Raketen einsetzen darf. So. Aber wir haben ja auch nur einen kleinen Vogel. Dann nutzen wir dann auch mal ruhig alles, was wir haben. Immer irgendwie ein bisschen versuchen, hinter dem Vogel zu bleiben, na, ihn nicht aus dem Ziel zu verlieren. Schön drauf zu ballern. Und wenn er dann mal ein bisschen von der Entfernung wegkommt,
Na. Da haben wir es jetzt schon mit Feinden zu tun. Die dann auf uns schießen. Na, sollst du da drauf schießen? So. Höher ziehen. Na komm. Schön weiter schießen. Na, muss ich doch die anderen erst wegfighten? Was haben wir denn da für ein Ziel? Okay. Ja, das kann man dann doch haben, dass es dann doch ein bisschen schwieriger ist, als man dachte. Besonders mit diesem kleinen Flieger. Nein, 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 langsam, langer. Da haben sie mich erwischt. Das ist natürlich nicht schlimm. Denn wir haben jetzt schon mal zwei Aufträge erfüllt. Dass unsere Map beziehungsweise unser Journal jetzt schon mal ein bisschen besser aussieht. Und schauen wir doch mal eben ins Journal hinein. Wie gesagt, Low-Risk-Targets dürfen wir jetzt schon Aufträge nehmen. Na, es sind jetzt leider keine Bounty-Aufträge hier. Aber ich würde sagen, nach diesem Versuch beziehungsweise wir haben ja noch diesen Auftrag, ja, dann fliegen wir da doch noch mal hin, weil die Aurora hat ja nicht so eine lange Spawnzeit. Da ist die Tür. Und versuchen mit der Aurora den Auftrag zu erledigen.
bisschen näher ran. Lobby. Beziehungsweise wir haben inzwischen eine halbe Stunde auf dem Tacho, wie man so schön sagt, haben zwei Missionen geschafft. Die nächste, denke ich, wird auch funktionieren. Und ich denke, für heute, da langt es mit diesen beiden geschafften Missionen. Und da mache ich dann morgen mit dem nächsten Video weiter. Und was das angeht, da wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit einer weiteren Folge der Bounty Hunter Karriere.